Das passiert mir selten. Ich habe gelogen. Brauche eine Perücke, damit wo das Haar wedelt. Mir so ratatatata. Upsi. Ja, das muss so. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und das hier ist ein Magazinschrauber für Trockenbau. Genau. Heute geht es hier um 9 Trockenbauschrauber, beziehungsweise 8 Trockenbauschrauber und einen Magazinschrauber. Denn die anderen Geräte hier sind alles, ich sag mal, herkömmliche Trockenbauschrauber, die du mit einem Handgriff zu einem Magazinschrauber umbauen kannst. Welche Vorteile es hat, vielleicht auch welche Nachteile es hat, das gucken wir uns gleich an. Auf jeden Fall kannst du mit diesen Geräten ultraschnell schrauben. Interessant ist aber auch, dass wir hier wirklich ein so breites Marktfeld haben. Das werden wir uns heute komplett angucken. Auch wie schnell schrauben denn die eigentlich? Ist das sinnvoll? Nein, gucken wir uns an. Natürlich. Und natürlich gibt es wie immer etwas zu gewinnen, und zwar heute das System von Bosch. Ich habe das ausgewählt, weil das gibt es in 12 und in 18 Volt und du kannst überlegen, welches von beiden du haben möchtest, wenn du gewinnst. Alles, was du machen musst, ist wie immer mit uns diskutieren in den Kommentaren, welches findest du am besten, was sind aus deiner Sicht so die Vor- und Nachteile der einzelnen Geräte. Ich bin gespannt. Wir alle kennen das Thema Trockenbau. Wir haben hier eine Gipskartonplatte und müssen sie irgendwie festschrauben. Wie machen wir das? Mit den klassischen Schrauben, die kennt jeder von euch. Und es gibt eigentlich 3 klassische Wege, das zu tun. Vier. Einmal mit einem ganz normalen Akkuschrauber. Nehmen wir einen ganz normalen Akkuschrauber, packe dort den Bit rein und schraube rein. Was muss ich machen? Ich muss jedes Mal aufpassen, dass ich an der richtigen Stelle aufhöre, damit das Ganze nicht zu tief drin ist oder zu weit raus. Weil du möchtest ja, dass es leicht versenkt ist, dass du es gut spachteln kannst. Und bevor es jetzt mit Trockenbauschrauben weitergeht, erstmal der Hinweis, der Black Weekend Sale läuft gerade. Nämlich genau in dem Moment, wenn du dieses Video siehst, hat er mindestens gestartet und er geht noch bis 28.11. um 23.59 Uhr. 10 plus 50 Top-Angebote, unter anderem bekommst du auch den GoTools 2022 Kalender. Dort aber eine sehr breite Auswahl aus Bosch, Milwaukee, Dewalt, was haben wir noch alles, Metabo, Festool und so weiter und so fort. All das findest du, guck einfach mal auf diese Seite, erstmal das Video zu Ende gucken, aber dann einfach mal auf der Seite vorbeigucken, vielleicht findest du das Passende für dich. Okay, das ist mit einem Akkuschrauber, wenn du gar nichts hast. Es gibt natürlich auch für den Akkuschrauber auch Aufsätze, damit das Ganze so ähnlich wie hier, ja, dass du so eine leicht versenkte Spitze hast, dass das Ganze dann entsprechend an der richtigen Position dann auch aufhört. Ja? Ihr seht das hier, so, und dann hört es an der richtigen Position auf. Okay, das ist mit dem Akkuschrauber. Das geht irgendwie, ist aber aus meiner Sicht keine optimale Lösung, vor allem auch, weil du es nicht einstellen kannst. Und dann gibt es Trockenbauschrauber, so wie diese hier. Das sind Geräte, die nur dafür da sind, diese Schrauben zu schrauben. Das heißt, sie sind darauf spezialisiert und vor allem das Ganze auch schnell zu tun. Du kannst sie hier nochmal justieren, du hörst es zumindest, ja, du kannst hier also die Tiefe justieren, dass sie genau perfekt drin sitzen hier in der Gipskartonwand. Und dann gibt es noch die, sagen wir, die Königsklasse, das sind die Magazinschrauber. Ja, das sind dann solche Geräte, mit denen du dann interessante Sachen machen kannst, nämlich sehr schnell schrauben. Und was ich sehr schön finde, ist, dass es von diesen Schraubern auch die Möglichkeit gibt, das Ganze umzubauen. Das heißt, so wie hier, dass du hier einen normalen Trockenbauschrauber hast. Ja, das hier ist nur ein Aufsatz, um das hier entsprechend zu verwenden. Und dann machst du daraus einen Magazinschrauber, um noch schneller zu arbeiten. Und ich zeige dir das mal ganz kurz. Wenn du so einen normalen Trockenbauschrauber hast, nimmst jetzt eine Schraube, packst die hier rein, gehst hier hin. Ja, komm ein bisschen dichter, ja. Damit ihr alles sehen. Und dann geht's los. So, dann nimmst du die nächste. Nimmst die nächste. Oder man hat ein Magazin und macht das Ganze wesentlich schneller. Eigentlich machen ja alle dasselbe, und zwar diese kleine Schraube in Gipskartonschrauben. Aber sie machen es sehr unterschiedlich, unterschiedlich elegant, unterschiedlich schnell und unterschiedlich gut in der Handhabung. Deswegen werden wir uns gleich alle Geräte im Detail anschauen, auch mal so ein bisschen um die Wette schrauben, einfach nur so aus Spaß. Wobei es auch nur ein halber Spaß ist, denn wie reibungslos man eins nach dem anderen schrauben kann,
Das ist sehr wohl entscheidend. Aber erstmal die Frage, was ist denn das Wichtigste bei einem Trockenbauschrauber, beziehungsweise aus meiner Sicht? Und wenn du Trockenbauer bist, schreib es doch unbedingt mal unten in die Kommentare, was ist aus deiner Sicht das Wichtigste bei einem Trockenbauschrauber? Für mich ist erstmal das Wichtigste, dass er Schrauben reinschraubt. Okay, aber vor allem, dass ich das Ganze gut einstellen kann und dass es wiederholbar genau auch die Schraube entsprechend versenkt. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Ob du jetzt mit dem Magazin machst oder mit einem normalen Aufsatz, das ist erstmal deine Sache. Denn du kannst die ganzen Geräte bis auf den Makita in beiden Versionen kaufen. Einmal als Version hier mit als normalen Trockenbauschrauber oder als Magazinschrauber. Übrigens bei AG hier auch in der 16 und in der 18 Volt Version. So, das zweite ist jedenfalls, wie gut es einstellbar ist. Das dritte ist für mich auf jeden Fall das Thema Gewicht. Wenn du Trockenbau schraubst, dann schraubst du sehr häufig mal 100, 200, 500, 1000, 2000 Schrauben am Tag. Und dann entscheidet jedes Gramm. Deswegen gucken wir uns auch gleich die Gewichte der einzelnen Geräte an. Und ich sage dir, es gibt riesige Unterschiede. Und du musst wirklich für dich entscheiden, wie hoch wichtest du das Thema Gewicht. Und letzter Punkt, wo sich auch die Geräte relativ stark unterscheiden, ist das Thema Lautstärke. Wenn du den ganzen Tag hier so neben dir das hier in die Decke meinetwegen schraubst oder nach vorne und der brüllt dich die ganze Zeit an, dann kann das für dich auch ein wichtiger Punkt sein. Das heißt also, diese Punkte gucken wir uns an. Und natürlich, letzter Punkt, je nachdem, wie du es wertest, das Thema Handhabung. Denn auch da sind sie sehr unterschiedlich. Ich gebe euch jetzt jeweils den Preis mit Magazin an. Das Ganze gibt es natürlich auch ohne. Wenn du alle Preise wissen möchtest, beziehungsweise auch die Preise ohne, schau einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da findest du wie immer den ehrlichen Preisvergleich. Hier in der 12-Volt-Version sind wir zusammen bei rund 170 Euro. Auch wenn man es nicht vermutet, das Makita 18-Volt-Gerät hier so komplett ist das zweitgünstigste Gerät mit rund 190 Euro. Beim AEG 12-Volt-Gerät mit allem drum und dran sind wir rund bei 200 Euro. Beim 18-Volt von Dewalt sind wir rund bei 210 Euro. Beim 18-Volt-Gerät von Bosch sind wir bei rund 270 Euro. Beim 18-Volt-AEG-Gerät sind wir auch bei rund 270 Euro. Auch bei AEG 18-Volt rund 270 Euro. Beim 18-Volt Milwaukee haben wir rund 280 Euro. Bei Festool und Fein sind wir jetzt schon bei rund 350 Euro. Wir haben uns jetzt gerade die Preise angeschaut und ihr seht, wir haben schon ein relativ unterschiedliches Preisniveau von rund als Einzelgerät ohne Magazin von unter 100 Euro mit Magazin hier bis 350, fast schon 400 Euro hoch. Und auch hier bei diesen Geräten, das möchte ich diesmal vorwegnehmen, ist es so, dass die hochpreisigsten Geräte auch die besten Geräte sind. Und hier ist es ganz klar so, dass aus meiner Sicht Festool ganz klar das beste Gerät ist. Und deswegen möchte ich heute das etwas anders machen. Und zwar möchte ich dir heute zuerst das beste Gerät zeigen. Und dann schauen wir uns alle anderen Geräte im Vergleich dazu an, damit du schon weißt, was haben die anderen Geräte denn jeweils nicht. Jetzt haben wir aber ein Problem. Jetzt stellen wir mal Festool erstmal zur Seite, bevor wir uns das anschauen. Und zwar haben wir ja auch Fein mit dabei. Und wir haben alles gegeben. Daniel hat alles gegeben, ich habe alles gegeben. Das Gerät hier hat nicht funktioniert. Das Problem ist einfach, dass wir hier an der Stelle zwar das Magazin einführen können. Ja, ich möchte es jetzt auch gar nicht machen, weil es auch nicht elegant ist, sondern das geht hier so ein bisschen, muss man das hier so durchfummeln und so weiter und so fort. Und am Ende ist es so, dass hier vorne der Bit so weit rausschaut, dass ich dieses Magazin hier nicht verwenden kann. Alle anderen gehen mit diesem Standardmagazin. Wir haben es mit Fein nicht hinbekommen. Ende aus Mickey Mouse. Es funktioniert einfach nicht. Und aus dem Grund können wir das euch heute leider nicht zeigen, nicht testen. Warum auch immer. Das heißt also, wir schauen uns erstmal Festool an, dann alle anderen Geräte. Und bei Fein müssen wir einfach passen. Kommen wir also zu Festool. Und ich sage nicht, das ist das beste Gerät, weil es steht Festool drauf oder weil es grün ist oder. Das könnte man mir ja auch durchaus unterstellen, sondern es ist einfach so, dass es hier zwei, drei, vier Dinge gibt, die besonders sind und die am besten sind im Verhältnis zu allen anderen. Aus meiner Sicht, das ist ganz wichtig, bitte werte das alles so, wie es für dich am wichtigsten ist. Denn eine Sache steht doch mal fest, wenn du es hier beruflich brauchst oder gewerblich, dann spielt ja zum Beispiel der Preis von dem Festool gar keine Rolle. Weil ob wir nun 250 oder 350 haben, ist einfach mal egal, weil wenn du das jeden Tag in der Hand hast, dann sind das nachher Centbeträge pro Tag, worum es geht. Und dann setz einfach auf das beste Gerät, was du überhaupt kaufen kannst. Fangen wir einfach mal vorne an, und zwar beim Gewicht. Wir haben hier ein
18-Volt-Gerät mit einem 4-Ampere-Stunden-Akku und haben ein Gewicht von 2,15 Kilo. Das ist jetzt nicht gerade leicht, aber auch nicht gerade so richtig schwer. Wie wir im Gewicht stehen zu den anderen Geräten, werden wir gleich sehen. Jetzt kommen wir aber zu einer der Hauptthemen, wo ich sage, ich finde das super. Und zwar erstmal, das sind ja Magazinschrauber, dazu muss ich das Magazin einführen. Das ist übrigens hier auch wirklich leicht gelöst. Ich führe das einfach hier unten ein, nehme es, tülle das hier rein und dann, hört ihr jetzt schon? Wartet mal. Ja, jetzt in dem Moment, wenn es hier so knackt, dann ist es hier eingehakt. Und jetzt ist folgender Punkt. Ich habe jetzt mal ein bisschen geschraubt und es gibt durchaus auch mal Gründe, dass du das Magazin zurückziehen willst. Du willst wieder nach unten, weil was du jetzt normalerweise machen kannst, ist folgendes. Nimmst das Ganze ins Magazin, du machst das raus, führst das wieder hier ein, tüllst das hier wieder rein und das möchtest du nicht jedes Mal machen. Und dementsprechend ist es so, dass das hier als einziges Gerät eine Funktion hat und zwar kann ich hier unten an der Stelle die Arretierung lösen, hier, und kann das Ganze nicht nur, also ich kann es nach oben ziehen, aber ich kann es dann auch wieder zurückziehen. Das hat kein anderes Gerät. Ja? Das hat zum Beispiel nur dieses eine Gerät und das finde ich wirklich super. Die nächste Sache ist, was das Gerät hat, übrigens, wir können es ganz einfach hier abziehen und dann sieht es so aus. Ja? Das hier ist entsprechend die Verlängerung, die wir nutzen können, um das Magazin zu nutzen. Original gehört hier auch noch ein Aufsatz mit dazu, dass du es auch ohne Magazin nutzen kannst. Ja, das geht natürlich genauso. Aber was wir hier haben, ist genau dieser Schalter. Wir haben hier die Autofunktion. Das heißt, wir können automatisch schrauben oder wir können ja auch hier, wie seht ihr das, manuell schrauben. So, rechts rum, links rum, nee, links rum, ach so, ja, können wir auch manuell machen. Aber wir haben jetzt hier die Automatikfunktion und dann machen wir Folgendes. Wir nehmen das Ganze und wenn wir aufdrücken, dann geht's los. Und auf die Art und Weise kannst du Folgendes erreichen. Du musst den Schalter hier gar nicht mehr drücken, sondern, wozu auch, ja? Sondern du machst Folgendes, wenn du ansetzt, wenn also Druck ausgeübt wird, dann arbeitet er und wenn kein Druck mehr ausgeübt wird, dann fängt er oder dann stoppt er. Und dann kannst du es einfach folgendermaßen nehmen. Ich habe es ja hier jetzt geladen quasi und jetzt schauen wir mal. Und das finde ich super. Ich habe nicht einmal, ich hoffe, ihr habt das gesehen, meinen Daumen dran bewegt, sondern habe immer eins nach dem anderen geschraubt. Und das finde ich super elegant. Das heißt, wenn du am Trockenbau stehst, dann kannst du, wollen wir es einfach mal machen? Wir machen es einfach. Psst. War nicht vorbereitet. Und zwar etwa hier haben wir jetzt unsere Wand. Und das ist drin. Das ist ein Riesenvorteil von dem Gerät, hat keines der anderen nachfolgenden Geräte, also nicht wundern. So, wir nehmen das hier mal wieder raus, dass wir besser dran arbeiten können. Und jetzt gibt es auch eine Sache, die ich auch noch sehr gut finde, und zwar ist das hier, ist die Tiefeneinstellung. Und alle haben eine Tiefeneinstellung, aber keine ist so einfach und so simpel wie diese hier. Und zwar, schau mal hier, du hast hier eine Anzeige, je nachdem, wie du das jetzt drehst, ist es weiter drin. Oder wenn du so drehst, ist es weiter draußen. Weil du möchtest ja, dass die Schrauben bündig verlegt werden. Das haben wir hier drin und das ist wunderschön groß, passt hier genau rein. Du kannst es auch hier, wie du siehst, hier mit zwei Händen machen. Wunderbar. Und dann noch eine letzte Sache, die wir hier einstellen können, wenn wir schon gerade so nah dran sind. Hier sehen wir hoffentlich 25, 30, 35 die Schraubenlänge. Man kann hier einfach auf den Knopf oben drauf drücken und dann hier die Schraubenlänge einstellen. Ja? Von 25 bis 55, es rastert einfach hier ein. Schön einfach und simpel gemacht, funktioniert super. Was im Bereich Trockenbau, glaube ich, relativ wichtig ist, ist auch ein Gürtelclip. Das ist das Thema hier. Wir können also wunderbar hier auch an den Gürtel ranmachen. Dann gibt es noch eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe, und zwar ist das hier. Also ich verstehe, wozu das da ist. Ich kann es an der Leiter so rantun, aber es ist aus Kunststoff. Also und das hier, also ich will es euch nicht provozieren hier oder nicht zeigen, aber das hier hält bei mir nicht den ersten Arbeitstag aus. Also das hier ist nach Minuten weg und ich glaube, das kann Daniel bestätigen. Das bringt genau gar nichts. Also ansonsten super Gerät, was alles kann, aber natürlich auch seinen Preis hat. Und jetzt gehen wir einfach mal rückwärts oder vorwärts.
Jetzt gehen wir am besten rückwärts einfach mal, oder doch vorwärts. Jetzt gucken wir uns alle anderen Geräte im Detail an. Vorher gucken wir uns jetzt aber mal die Datentabelle an. Wie immer hier schön groß, die Datentabelle. Und es gibt eine Sache, die sehr entscheidend ist auch fürs Schrauben, und zwar ist das die Geschwindigkeit des Gerätes. Wir haben hier bei Festool ja 4.500 Umdrehungen und gehen hier, ich glaube, bis zu 3.000 runter bei Bosch 12 Volt. Das ist für mich ein sehr wichtiger Fakt. Hier nochmal alle anderen Daten. Und da wir Bosch gerade schon gesagt haben, machen wir einfach mal mit Bosch weiter. Kommen wir zur Bosch 12 Volt. Natürlich ein sehr naheliegendes Thema, also weil das 12 Volt System ja auch extrem weit verbreitet ist und wir hier auch ein Gerät haben mit einem echt günstigen Preispunkt unter 100 Euro. Das ist schon Wahnsinn. Auch hier wieder jetzt erstmal der Einsatz für das Magazin und ja, haben jetzt hier unser Magazin drauf. Das wird nur drauf gesteckt. Aber es ist eine relativ feste Verbindung. Also es fällt auch nicht ab. Ja, es funktioniert. Dann haben wir hier unser Magazin. Genauso wie bei allen anderen Geräten können wir das Ganze hier einführen und so. Oh ja, naja, ein bisschen fummeliger ist es schon, aber es geht. So, das ist nicht ganz so wie bei Festool auf jeden Fall, das kann man sagen. So, okay, jetzt haben wir unser Magazin gefüllt und können losschrauben. Und ich würde sagen, wir schrauben einfach mal, dann zeige ich euch das den Rest vom Gerät. So. Ich glaube, das muss ich tiefer einstellen. Dann machen wir es gleich richtig. Schaut mal hier. Wir können hier die Tiefe einstellen. Haben wir hier das Drehrädchen und stellen das Ganze mal auf tief ein. Maximale Tiefe. Mal gucken, was geht. Hier vorne können wir auch wieder die Längen der Schrauben einstellen. Oh, das ist sogar nicht richtig eingestellt, oder? Doch, 35. Hier sieht man einen Pfeil und der muss auf die Zahl zeigen. Wenn wir gerade hierbei sind, hier haben wir Rechts-Links-Lauf. Ja, rechts, links, Start und das war's. Mehr werdet ihr hier an dem Gerät nicht finden, außer noch eine Akkuanzeige. Also los geht's. Oh, das war meine Schuld. Verzogen. Also ihr seht, das geht wunderbar. Und für den Preispunkt ist das schon krass, finde ich. Ja, das ist schon echt nicht schlecht. Und übrigens dasselbe Magazin, was ihr hier habt, könnt ihr auch einfach abnehmen. Ihr könnt es auch sehr schnell abnehmen. Und können wir dann hier auch auf dem 18-Volt-Gerät nutzen. Dann nehmen wir einfach auch wieder, mal gucken, ob es dasselbe ist. Ich glaube ja. Auch erstmal das wieder. Setzen das Ganze hier ein. Auf. Und los geht's. Es ist ja noch eingestellt. Ich bin gespannt. Und ich wette, ihr habt bestimmt eine Sache gehört, nämlich der hier ist wesentlich schneller. Der andere hat ja nur, ich muss mal gucken, der hier hat ja 3.000 Umdrehungen, hier haben wir 4.200 Umdrehungen, das ist eine ganz andere Hausnummer. Dementsprechend können wir auch viel schneller schrauben. Für den Trockenbauer hat das Gerät hier aber einen riesen Vorteil. Also der ist natürlich langsamer, aber ist viel leichter. Und wir haben hier nur 1,2 Kilo im Komplettpaket. Ja? Also in dem Komplettpaket, was wir jetzt hier sehen, 1,2 Kilo, das ist wahnsinnig leicht. Also kannst du wirklich sehr lange damit arbeiten. Wohingegen du schon beim 18-Volt-Gerät mit dem kleinen 4 Ampere Pro-Core schon bei 1,8 Kilo bist. Aber immer noch bedeutend leichter als hier bei Festool. Und das meinte ich, du musst für dich überlegen, was sind so die wichtigen Dinge. Ja, wir haben hier keinen Rückzug, also wir können bei beiden Maschinen das Ganze hier nicht zurückziehen. Wir können es auch nicht ganz so schön einstellen. Das heißt ganz so schön, es ist nicht diese schöne Regelung von eben. Und wir haben ja auch keine Automatik, wir müssen jedes Mal den Knopf drücken. Ist aber auch nicht schlimm und würde funktionieren. Jetzt die Frage ist, was ist denn, wenn ich dauerhaft den Knopf drücke? Wir probieren das einfach mal aus. Geht. Aber die ganze Zeit so rumlaufen ist irgendwie auch komisch. Also das ist das genau, was ich meinte. Das ist nicht ganz so elegant. Die Frage ist, ich habe hier jetzt so ein paar Schrauben hier. Ja? Was soll ich denn jetzt damit machen? Entschuldigung, musste sein. Aber ihr seht jetzt, wie schnell das funktioniert. Und wie schön die Geräte arbeiten. Also insofern, top Gerät. Gucken wir weiter. Wie machen wir jetzt? Milwaukee. Kommen wir zu Milwaukee. Wir haben hier ein Gewicht von rund 2 Kilo. Glaubt man gar nicht, denn wir haben hier einen beachtlichen 5 Ampere Core unten drunter. Und allein der, jetzt muss ich mal gucken, allein der wiegt
750 Gramm. Also das ist wirklich ein Leichtgewicht, das Gerät an sich. Was wir wie bei allen Geräten haben, wir fädeln das Ganze hier unten ein, geht super einfach. Wir haben keine Rückzugsfunktion. Jetzt aber hier, geht super einfach. Wir haben keine Rückzugsfunktion. Und ansonsten ist das Gerät eigentlich so ziemlich 1:1 dasselbe wie bei fast allen anderen Geräten. Schauen wir mal hier. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze einzustellen. Auch hier von der Tiefe her. Was mir hier aber fehlt, ist diese Anzeige. Das fehlt mir. Hier bei Bosch hatten wir hier die Anzeige, die das hier zeigt. Wie tief sind wir eingestellt? Ja, in welche Richtung bewegt sich das auch? Finde ich optisch sehr, sehr wertvoll. Habe ich hier nicht. Ja, hier stelle ich es einfach nur ein. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ja. Dann habe ich hier zwei Hebel, drücken und rausziehen. Aber das ist eigentlich nur eine leichte Hilfe. Das ist ein bisschen schwierig, das Einführen hier. So, aber ich kann es auch einfach so rausziehen. Das ist wieder so nur eine kleine Hilfe dafür. Ansonsten ist hier nicht groß was zu sagen. Wir haben hier auch eine Möglichkeit, die Tiefe einzustellen. Das heißt, ich kann hier das Ganze lösen, kann dann hier entsprechend, hier ist die Anzeige, kann das hier etwas tiefer einstellen. Am restlichen Gerät gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen, außer ich habe Rechts-Links-Lauf und, ich hatte schon echt Angst, dass ich jetzt vor einen Falschschlag mit festhole. Aber hier ist es so, dass du zumindest so einen halben Autostart hast. Du musst den Knopf gedrückt halten und dann ist es so, dass er dann von alleine startet, wenn du es ansetzt. Ja, ich halte es die ganze Zeit gedrückt, aber die Maschine läuft nicht. Erstaunlich oder interessant, was das Gerät kann. Und das Interessante ist, wir haben uns das wirklich lange angeguckt. Wir haben uns jedes Gerät hoch, runter, rein, raus, alles angeguckt. Aber hier ist echt nochmal eine Funktion, die ist uns durch die Lappen gegangen. Nochmal Glück gehabt. So, was du aber gesehen hast, beziehungsweise was du gehört hast, ist Folgendes. Das Gerät ist echt leise. Von allen Geräten, die wir hier haben, jetzt nochmal zum Vergleich, auch Festool. Machen wir es so. Und dass du es hörst, kommen wir zu Milwaukee. Das ist bedeutend leiser. Ja, ist jetzt ein bisschen laut, auch weil ich aufgedrückt habe. Aber auch Festool ist da ein bisschen lauter. Wenn du also ein extrem leises Gerät haben möchtest, kann das hier genau dein Ding sein, wenn du auf die anderen Komfortfunktionen hier verzichten kannst. Moment, bevor wir weitermachen, ich muss nochmal um die Wette schrauben. Ihr sollt mal sehen, was an Geschwindigkeit geht. Ich werde es mal richtig schnell versuchen. Und ich habe vor kurzem ein Video gemacht zu den Akkunaglern. Da war es ja auch schon, dass Milwaukee eine riesen Party gefeiert hat. Und das Ganze hier, obwohl es recht leise ist. Ich bin gespannt. Schaut mal. Kommen wir zur AEG. Hier haben wir auch zwei Geräte. Einmal 18 Volt. Ich zeige das gleich mal. Hier haben wir unser 18 Volt Gerät. Und wir haben unser 12 Volt Gerät. Beim 12 Volt Gerät sind wir etwa bei 1,6 Kilo. Hier sind wir bei 2,1 Kilo. Wir haben also wieder dieselbe Gewichtsklasse etwa wie bei den anderen 18 Volt Geräten. Okay. Eine Sache, die ich euch vorhin vergessen habe zu zeigen, ist Folgendes. Bei allen Geräten, die wir vorher hatten, kannst du das Magazin auch anders hier dran tun. Du kannst einfach das abziehen und dann in einem Winkel verstellen und dann zum Beispiel hier auch so arbeiten, dass das Magazin von der Seite kommt, falls du hier unten irgendwie was hast oder kannst das Magazin auch komplett nach oben stellen oder. Ja, das kannst du mit allen Geräten, die wir davor uns angeschaut haben, auch und mit bis auf ein oder zwei, aber da kommen wir gleich dazu, geht es eigentlich mit jedem. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an und bleiben einfach erstmal beim 12-Volt-Gerät. Am Gerät selbst gibt es nichts zu beachten, außer ja, Rechts-Links-Lauf, oben, unten, vor, zurück, ist orange. Dann können wir es hier entsprechend einsetzen. Auch das hier wieder drauf. Ja. Eine wichtige Sache, bei den anderen ist es so, das war nie arretiert. Ihr konntet es lösen. Hier ist es nicht so. Sondern hier haben wir hier einen Knopf, auf den drücken wir drauf. So. Und dann können wir das entsprechend lösen. Ohne den Knopf zu drücken, geht's nicht. Was noch besonders ist an der Maschine oder an beiden Maschinen ist, wir haben so eine Art Dauerlauf. Das heißt, wir können hier drauf drücken. Wir können die Maschine anmachen. Und dann läuft sie einfach die ganze Zeit weiter. Natürlich können wir auch hier wieder die Tiefe einstellen, so wie wir es gewohnt sind, mit Anzeige. Aber etwas schwerer, aber auch sehr gut, es funktioniert. Wir probieren jetzt mal das Ganze aus hier mit der Funktion. Also ich mache es jetzt an. Ja,
Wir haben ja gerade gesehen, wie schön schnell das Ganze mit 12 Volt geht. Jetzt machen wir es nochmal mit 18. Ich würde sagen, auch hier nehmen wir einfach mal die Funktion, oder? Alle. Da war ich wohl etwas übereifrig. Aber man sieht auf jeden Fall, wie schnell man so einen Balken hier sensibilisiert durch den Milwaukee-Vorfall. Haben uns hier das Gerät nochmal genauer angeguckt. Und ja, wir haben hier auch eine Autofunktion, genauso wie bei Milwaukee. Das heißt, schaut mal hier, ganz hier unten haben wir hier auch einen Schalter zum Einschalten beim 18-Volt-Gerät. Können das einschalten oder ausschalten. Hier ist es jetzt so, ich drücke den Schalter, es passiert nichts, aber ich kann schrauben. Kommen wir zu DeWalt und das ist wirklich ein Gerät, was ein bisschen aussieht wie ein Gewehr, oder? Und so ratatatata. Ich weiß, kleiner Junge, aber so ein bisschen sieht es wirklich so aus, oder? Und wir haben hier ein Gewicht von nur 1,8 Kilo mit dem 2 Amperestunden Akku. Und hier auch wieder mal der Hinweis, bei DeWalt haben wir eine Kompatibilität zu den 54 Volt Akkus. Also hier erstmal funktioniert. Wir haben hier aber mal bewusst einen schön großen 54 Volt Akku. Setzen den jetzt hier ein. Auch das funktioniert. Ihr habt jetzt nur ein etwas anderes Gewicht und im Zweifel ein ganz kleines bisschen mehr Leistung. Aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie viel Schrauben mögen wohl damit funktionieren? 1000, 2000, 3000? Also lange. Aber wie gesagt, das ist natürlich relativ schwer. 1,8 Kilo haben wir hier. Auf jeden Fall das leichteste Gerät im Test. Und du kannst natürlich auch ein bisschen variieren. Auch bei Bosch gibt es zum Beispiel einen 1,5 Ampere oder 1,5 und 2 Ampere Stunden Akku. Der ist, glaube ich, noch ein bisschen leichter als der 4 Ampere Pro Core und so weiter und so fort. Aber erstmal, um einen Anhaltspunkt für dich zu haben. Dann eine Besonderheit bei dem Gerät. Hier kannst du das Ganze ja auch hier aufsetzen, aber nur auf zwei Arten und Weisen. Einmal so rum und einmal so rum. Die Stellung zur Seite hast du hier nicht. Das Einfädeln ist wie bei allen anderen. Genauso einfach. Einfach nehmen, hier reinfädeln und hier rein. Übrigens, bei allen Geräten ist es so, dass du eine schöne Rasterung hast. Du hörst auch wirklich Klick, 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 wo du bist. Ja, das ist wunderbar gemacht. Dann haben wir hier auch wieder hier die Tiefeneinstellung. Hier ist das Ganze schon eingestellt auf 35 mm Schrauben, die wir hier haben. Dann haben wir hier auch die Anzeige, wie tief das Ganze ist. Können das hier jetzt verstellen. Ich stelle es jetzt mal hier auf maximal tief ein. Was ich ein bisschen schade finde, das hier ist so ein bisschen wackelig in Summe. Also das ist so, die anderen sind alle ein wenig fester. Aber ob das jetzt wirklich relevant ist, weil du setzt ja die Stelle an die richtige Stelle ein und dann ist gut. Oh, jetzt habe ich genau das Problem. Ich habe hier einmal raufgedrückt. Jetzt ist hier eine Schraube schon wieder nach oben gegangen. Ja, genau, jetzt bin ich in so einer Zwischenposition. Die Schraube ist jetzt für mich verloren, außer ich ziehe es wieder komplett durch und fädel es nochmal ein. Bei Festool könnte ich es jetzt nach hinten zurückziehen. Ich habe hier keinen Autostart. Das hat das Gerät wirklich nicht. Also wirklich, wirklich, ich schwöre, ist nicht da. Aber wir haben hier einen Dauerlauf, den wir einstellen können. Ja, ansonsten ist hier nichts weiter dran. Rechts, links Lauf und das war's. Probieren wir es einfach mal aus. Geht. Nicht wundern, dass hier die Schrauben sehr stark versenkt sind. Genau. Ich habe es jetzt ja entsprechend tief eingestellt. Du kannst das hier dir wirklich sehr fein justieren, wie du das brauchst. Und jetzt machen wir mal einen Dauerlauf nochmal. Gucken wir mal. Kommen wir zu Metabo. Gleich am Anfang. Kein Autostart. Nein, 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 nein. Kein Autostart. Und ich glaube sogar kein Dauerlauf. Doch, auch mit Dauerlauf. Ja, mit Dauerlauf haben wir schon dabei. Hier ist es so, dass wir auch das Ganze wieder draufgesteckt haben. Und auch hier, dass wir in irgendeine Richtung wieder aufsetzen können. Ein bisschen fummelig ist das hier zusammen zu tun. Das ist mir vorhin schon aufgefallen. Aber es funktioniert. So, hier auch wieder das Magazin, geht wunderbar rein. Was ich hier schön finde, ist, das Ganze ist aus Metall und es ist relativ stabil. Also schaut mal hier, ich kann das nicht so sehr bewegen. Das ist jetzt hier
alles, was ich machen kann. Das sitzt hier auch sehr fest dran, obwohl es nur gestickt ist. Also das ist schon ordentlich fest. Da kann man echt nichts sagen. So, ansonsten haben wir hier ganz normal wieder die Möglichkeit, das Ganze einzuführen hier. Hier entsprechend auch nur nach oben zu ziehen. Wir können es nicht zurückziehen, können hier an der Stelle aber das halten. Schaut mal hier. Wir können das so halten und dann hier so ansetzen. Das ist, finde ich, sehr clever gemacht, weil in anderen Geräten, ich nehme mal irgendeins, weiß ich nicht, zum Beispiel AG, hier unten kann ich nicht anfassen, weil da ist ja was drin. Also könnte ich jetzt hier, ich muss es einhändig machen. Das ist bei allen Geräten hier so. Ja, hier unten ist ja auch das Magazin, das funktioniert einfach nicht. Das finde ich wirklich sehr angenehm. Also man kann so entsprechend arbeiten. Okay, wir können hier das Ganze wieder einstellen an der Stelle. Hier vorne auf die richtige Länge. Haben wir jetzt hier schon gemacht, 35. Hier können wir die Tiefe wieder justieren. Haben keine Anzeige. Ja? Aber was man sieht hier so ein bisschen so ein paar Riffeln. Dass wir das, ja, dass es jetzt hier immer weiter weg ist oder jetzt hier näher dran. Ah, das war es eigentlich auch. Am Gerät selbst sieht man hier, da ist nichts weiter außer... Rechts-Links-Lauf, ich würde sagen, Feuer frei. Das ist sehr, ich sag mal, sehr durchschussstarkes Gerät, selbst die Schraube drin hat ihn nicht interessiert. Nochmal. Na, egal. Wir wollen doch hier auch nichts verschwenden. Also ihr seht, man kommt auch mit dem Gerät hier super klar, kann hier wirklich schnell arbeiten. Und ich finde es schön, dass es aus Aluminium ist. Ich habe da irgendwie eine Menge Vertrauen dazu. So. Ach so, man kann es sogar so verstellen. Oh, das ist ja noch leichter. Oh, das läuft doch hier. Jetzt nicht mehr so schön zu halten. Also das ist das Metabo. Und jetzt kommen wir zu unserem, ich glaube, letzten Vertreter. Und zwar, jetzt wird es interessant. Weil jetzt kommen wir zu... Makita, wir haben bei Metabo eine Sache vergessen, nämlich das Gewicht. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben ja also in Summe 1,8 Kilo, das normale Mittelfeld, was wir allgemein bei allen haben. Wenn ich spätestens jetzt eine gewisse Assoziation mit diesem Gerät hat, dann weiß ich auch nicht. Hier haben wir jetzt als letztes Gerät eigentlich das Makita-Gerät und hier haben wir eine Besonderheit. Erstens, das Gerät ist recht günstig. Ja, also im Verhältnis ist ein 18-Volt-Gerät mit allem drum und dran und ist, glaube ich, eines der günstigsten hier mit im Test. Was wir aber auch haben, wir können das Ding nicht umbauen zu einem normalen Trockenbauschrauber. Das heißt, wir können das Magazin nicht abnehmen und mit der kurzen Spitze arbeiten. Übrigens, für diejenigen, die das vorher nicht so richtig auf dem Schirm hatten, wie sieht das Ganze denn aus? Dann sieht so aus. Ja? Also so sieht der Trockenbauschrauber von allen dann auch aus. Weil man kann das hier vorne abnehmen und dann sieht es so aus, dann kann man die lange Spitze aufsetzen und so weiter und so fort. Also so sehen alle aus, wenn man ohne Magazin arbeitet. Eher nicht. Was wir aber gerade schon gehört haben, ist, dass er sehr laut ist. Also man kann das hier nicht abbauen. Ja, das ist nicht mit abbauen. Was man hier schön hat, ist Folgendes. Man kann das Ganze recht kompakt zusammenbauen, also so. Aber wenn man es noch kompakter haben will, nimmt man den Akku noch raus. Und dann haben wir hier eigentlich ein sehr schönes, kleines, kompaktes Gerät, was man auch schön verstauen kann. Wir sehen also hier, wir haben hier ein kleines Dickerchen, rund 2,4 Kilo, also rund 200 Gramm noch mal mehr als Festool. Ja, okay. Aber, was ich gerade leider euch etwas falsch gesagt habe, ja, man kann das hier vorne schon abbauen. Ja, ist mir nochmal aufgefallen. Wir nehmen das ab. Aber das bringt dir nichts, weil du kannst damit nichts anfangen. Also du kannst das zum Reinigen oder zum was auch immer hier abbauen, aber du kannst nicht so schrauben. Also schon irgendwie, aber das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also wieder rauf damit. So. Schön verschrauben. Das ist alles sehr wertig, muss man sagen. Das ist ein sehr wertiges Gerät. Und hier bewegt und wackelt gar nichts. Das ist absolut fest. Und jetzt, würde ich sagen, fädeln wir doch mal wieder das Ganze ein. Es ist schön einfach, dass ihr auch mal seht, wie schnell und einfach das geht. Ja? Wir ziehen es einfach hier durch. So, führen es dann da rein. Und ihr hört jetzt schon wieder das Klacken. Klack, klack, klack. So. So. Und können, glaube ich, schon wieder schrauben. Was wir aber gerade gehört haben, es ist sehr laut. Das hier ist ein lautes Gerät. Der sagt schon ganz laut Hallo. Ist übrigens auch kein bürstenloses Gerät, so wie alle anderen, glaube ich, auch kein bürstenloses Gerät sind. Wenn nicht, steht es in der Datentabelle vorhin, die ihr da gesehen habt. So, hier ist es auch so, wie bei allen anderen.
Wir können hier die Tiefe einstellen, also wir können hier die Länge der Schraube einstellen, hier ist entsprechend eingestellt. Ihr könnt auch hier die Tiefe justieren, ja, größer, kleiner, habt hier auch keine Anzeige, was aber auch jetzt nicht das Schlimmste ist. Ihr macht das ja einmal, dann funktioniert das Ganze. Und mehr haben wir hier nicht. Wir haben hier noch den Schalter, Rechts-Links-Lauf und ganz wichtig, keinen Autostart hat das Gerät auch nicht. Also im Zweifel musst du es die ganze Zeit durchdrücken, wobei das nochmal eine gute Frage ist. Im Zweifel ist es wirklich so, ja, nochmal zur Sicherheit geguckt, wir haben hier auch keine Dauerlauffunktion. Also du musst wirklich immer drücken. Im Zweifel musst du dann eben die ganze Zeit gedrückt halten. Wir probieren das einfach mal. Upsi. Ja, das muss so. Das würdet ihr natürlich niemals so machen, weil ihr nicht so testfreudig seid wie ich. Natürlich würdet ihr so ja auch nicht schrauben. Ja? Also wenn ihr arbeitet, dann würdet ihr an so einer Wand arbeiten, dann würdet ihr auch nicht alle 15 mm hier so eine Schraube reinbremsen, weil das Ganze ist hängen geblieben, weil die eine Schraube an der anderen Schraube gerade hängen geblieben ist. Nochmal kurz zum Thema Fein. Ich habe jetzt leider kein Magazin, was passt oder irgendetwas anderes stimmt hier nicht. Und ich bin mega gespannt, was ihr sagt, was wir hier falsch machen oder was wir hier falsch denken. Schreibt bitte mal unten in die Kommentare. Vielleicht pinne ich das auch an oder wer es wissen möchte, guckt mal unten in die Kommentare. Irgendwas ist doch hier merkwürdig. Auf jeden Fall hier nochmal der Hinweis. Das hier ist nicht fest arretiert. Ich dachte, das wäre fest arretiert. Ist es aber auch nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Also das hier ist nicht fest arretiert. Aber wenn du es reinstecken willst, oh, das ist jedes Mal dasselbe. Das ist hier so eine Hakelei. So, okay. Und du musst es dann wirklich fest andrücken. Du hast hier zwei Schalter oder zwei Knöpfe, wo du es ganz leicht dann abziehen kannst oder leicht her abziehen kannst. Aber dass man es auch so einfach kann, naja. Sitzt dran. Dann noch ein Hinweis. Natürlich kann ich hiermit das Ganze genauso einstellen wie an allen anderen Geräten. Aber ich habe hier keinen Autostart. Und ich habe einen Dauerlauf. Ja, Dauerlauf ist da, aber diesen schönen Autostart, den ich bei Fessel zum Beispiel habe, habe ich nicht. Und noch nicht mal mindestens den Autostart, wie ich ihn bei AEG oder Milwaukee zum Beispiel habe. Und das für den Preis, weiß ich nicht. Also da bin ich auch gespannt auf eure Meinung, ob das irgendwie zusammenpasst. Keine Ahnung. Also das weiß ich nicht. Ich würde da wahrscheinlich eher Fessel nehmen. Aber es gibt bestimmt, und deswegen die Trockenbauer unter euch, schreibt mir gerne, jemand, der den Fein benutzt, warum ist das ein richtig tolles Gerät? Wir konnten es nicht ergründen, wir haben es zumindest nicht rausgekriegt, aber es wird ja Gründe dafür geben. Ja? Jetzt sind wir durch, ihr habt gesehen, wie viel wir geschraubt haben. Wir haben aber auch viel geschraubt und wir haben noch mehr geschraubt und noch mehr geschraubt und geschraubt. Und es macht richtig Spaß. Und ich wünschte wirklich, was ich euch ja vorhin gesagt habe, als ich damals Trockenbau gemacht habe, in meinem Haus, ich habe ein ganzes Stockwerk, habe ich alleine mit Trockenbau ausgearbeitet. Uiuiui, das waren echt eine Menge Schrauben. Ich habe das nur mit dem Akkuschrauber, mit diesem blöden Aufsatz gemacht. Also wenn ich das heute nochmal machen würde, keine Chance. Ich würde mir eins von den Geräten kaufen und würde damit auf jeden Fall viel mehr Spaß haben. Übrigens nochmal der Hinweis, wenn ihr euch für die Geräte interessiert, wenn ihr die Preise nochmal ansehen wollt, das findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Wie immer der ehrliche Preisvergleich. So, kurz mal zur Einordnung, beziehungsweise erstmal die Frage an euch. Was ist euer Lieblingsgerät? Welches fandet ihr am besten? Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Ganz kurz das Feedback von mir, beziehungsweise wie ist meine Sichtweise auf die Geräte? Ich sehe erst einmal das Gerät vorne in dem Akkusystem, in dem du bist. Denn hier ist erst einmal kein schlechtes Gerät dabei. Ja? Fein weiß ich nicht, ob es gut oder schlecht ist. Wie gesagt, ich konnte es nicht ausprobieren, aber das wird auch schon funktionieren. Insofern ist hier kein schlechtes Gerät dabei. Alle machen ihren Job. Punkt. Ja, erstmal ganz klar, Punkt. Es ist natürlich so, dass hier einige Geräte rausstechen aufgrund der Eigenschaften. Deswegen hatte ich euch vorhin gebeten, das hier immer als Referenz zu nehmen und die anderen dagegen zu vergleichen. Punkt Nummer eins. Wir haben hier bei Bosch mit dem 12-Volt-Gerät, hier mit dem Magazin zusammen, mit Abstand das leichteste Gerät. Ja, er schraubt langsamer. Ja, der Akku wird natürlich auch nicht ganz so lange halten. Aber wenn es auf Gewicht ankommt, da ist der AG auch schon wieder einiges schwerer gewesen. Oder zumindest ein bisschen schwerer gewesen. Und wenn es auf Gewicht ankommt, denkt mal an Folgendes. Nehmen wir mal an, ihr wollt einen normalen Schraubertag machen. Und ihr habt Folgendes. Ihr schraubt meinetwegen 1000 Schrauben an dem Tag. Und dann habt ihr
300, 200 Gramm vielleicht. In dem Fall von dem, zu dem großen Gerät habt ihr sogar ein Kilo. Ja? Und wenn ihr also den Festool nehmt, zum Beispiel als Referenz, alle anderen haben ja 0,6 Kilo mehr gehabt, der Festool aber ein Kilo mehr. Ja, hier 1,2 Kilo zu dem 18 Volt 1,8 Kilo so etwa. Wenn ihr jetzt mal ein Kilo nehmt, mal 1000, dann hebt ihr 1000 Kilo mehr hoch. Das heißt, ihr geht ja hin, schraubt, 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 schraubt. Das ist jedes Mal ein Kilo mehr, was ihr bewegen müsst. Also eine Tonne an dem Tag, die ihr quasi anhebt. Das muss man beachten und das werdet ihr auch im Arm merken. Also deswegen ist das Thema 12 Volt nicht zu unterschätzen. Also kann man nicht sagen, ist ja nur wenig Kraft. Nee. Das ist wirklich, hat absolut seine Daseinsberechtigung. Das ist erstmal Nummer 1. Auch das AG war auch recht leicht, aber nicht so leicht wie Bosch. Dann Punkt Nummer 2. Alle anderen waren vom Gewicht her eigentlich relativ ähnlich. Das habt ihr ja gesehen. Alles fein. Dann ist es so, dass auf jeden Fall aus meiner Sicht das Festool-Gerät das beste Gerät ist. Immer noch von allen. Hat natürlich auch einen Preis. Wenn du jeden Tag die Geräte benutzt, spielen 100 Euro mehr oder weniger dann eigentlich keine Rolle. Wenn du jetzt aber sagst, Preis ist relevant, dann ist natürlich diese Gruppe hier für dich interessant. Wir haben hier noch zwei Geräte mit dem Autostart. Und ich fand den Autostart schon sehr angenehm. Also das ist die ganze Zeit vor sich hin, rödelt, geht der Akku schneller leer, es ist laut und so weiter. Ja, also insofern, die beiden Geräte haben den Autostart, fand ich super. Alle anderen Geräte, die wir hier haben, haben auch ihren Dienst gemacht, haben wunderbar funktioniert, kann man nicht sagen. Ihr habt auch gesehen, jedes Mal zack, 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 wie schnell und mit wie viel Spaß auch die Schrauben entsprechend drin waren. Also gibt's hier ganz klar erstmal keinen Verlierer, sondern nur Gewinner. Ihr habt gewonnen, dass ihr hoffentlich ein schönes Video gesehen habt. Ich habe gewonnen, weil ich hatte jede Menge Spaß. Und ich glaube, wir haben hier einige hundert Schrauben versenkt hier heute. Und ich werde erstmal mit dem Spaß machen, eure Kommentare lesen. Und jetzt sage ich erstmal ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.